Die machen da also auch nicht vor diesen Ehepaaren halt. dass dieser Mensch psychisch instabil ist. Jeder hat irgendwo seine eigene Masche. Zwei gleichzeitig, die veräppelt werden, das kann ja irgendwie nicht sein. Das Geld kommt, Geld gewonnen, so zerronnen, und das Die hören wollen, die werden es hören. werden auch Informationen verkauft. Auch daran wird verdient. So ein gemeinsames Spiel. Oder an der Bar arbeiten. Das sind diejenigen, die die Informationen haben. Single, nicht Single, Paar, nicht Paar. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Interview wieder mal mit der lieben Rina. Es ist jetzt Part 2 von dem letzten Mal, was wir aufgezeichnet haben, wobei es auf unserem Kanal jetzt schon das fünfte Video ist, glaube ich, mit dem Thema Business, wo Frauen maßlos ausgenommen werden von Männern, die darauf spezialisiert sind, die Frau einzulullen und sie dann auszunehmen. Ja, wir starten einfach mal rein. Es geht direkt los, ohne irgendwelche Hallo, Halli, Hallo. Das bekommt ihr jetzt von mir. Das ist das Intro, da das letzte Video auch einfach viel zu lang geworden ist. Und wir starten direkt rein. Viel Spaß dabei. Schreibt uns gerne Kommentare, irgendwelche Anregungen, Fragen, worauf wir dann im nächsten Video gerne eingehen. Na? Und genau das wissen die aber ganz genau, wie sie dort einhaken können. Die achten ganz genau darauf. Man merkt es nicht. Wenn du zum Beispiel im Hotel bist und du lernst da deinen Animateur oder sowas kennen, der hat dich schon ein, zwei Tage im Vorfeld schon ausgekundschaftet, wie ist sie drauf und wie agiert sie mit den anderen? Da sind vielleicht auch schon einige andere vorgeschickt worden. Ist sie kommunikativ? Unterhält sie sich gerne? Und da werden dann schon einige, die in der Ausbildung sind, praktisch davor geschickt. Und damit die das schon mal so ein bisschen abklopfen. Man merkt es gar nicht. Der Kellner, der dir den Kaffee bringt, macht dir ein nettes Kompliment. Fühlst du dich doch geschmeichelt? Freust dich doch drüber. Ne, und dann, der macht nichts anderes und gibt dir nur ein nettes Kompliment, ne, oder sagt, oder spricht nur kurz mit dir, ganz kleinen, ganz normalen Smalltalk, und das war das Ganze. Es gibt aber auch dann einen, der schon mal vorgeschickt wird, um zu flirten. Springt die darauf an? Okay. Also das ist quasi dann so ein Hm. gemeinsames Spiel von mehreren. Ja. Diejenigen, die zum Beispiel an der Rezeption oder an der Bar arbeiten, das sind diejenigen, die die Informationen haben. Und die verkaufen auch ganz gerne. Das heißt, was heißt hier verkaufen die Informationen? Die geben ihnen diese Informationen weiter. Und wenn eine Beziehung zustande kommt, dann fließt Geld. Ach echt, das ist dann so auf Provision quasi. Ja, Oha. ja, ja. Das ist ja heftig. Also so tief geht das Ganze. Ja, Aber ich dann habe. kann das ja nur funktionieren, ne? Weil wenn du als Rezeptionist quasi die ja einchecken lässt, dann weißt du ja schon ganz genau, wer wohin ist. Single, nicht Single, Paar, nicht Paar, was auch immer. Und du weißt ja dann schon Ja. ganz genau, wie lange bleiben die, was für ein Zeitraum ist dann schon, ist da, um diese Frau dann abzuchecken, was genau, was haben die bezahlt, das siehst du ja auch alles, ne? Was für ein Zimmer hat sie, da kannst du ja auch schon viel daran erkennen, ne? Was das Geld anbetrifft, ne? Luxus-Suite oder normales Zimmer oder was auch immer, das ist ja Ganz echt, genau. das ist ja der Wahnsinn. Da habe ich das durch Zufall habe ich das erfahren. Meine Freundin hat mir das erzählt. Da sagt sie, du, sagt sie, die arbeiten in einem Netzwerk zusammen. Und wenn das sind ja überwiegend Cousins, Neffen, Brüder, die sind alle miteinander irgendwie so ein bisschen verwandt. Und die arbeiten dann teilweise auch in den Hotels zusammen. Und es sind auch Freunde, die da arbeiten zusammen, die da zusammenarbeiten. Und bestätigt wurde mir das durch jemand anderes. Ich habe dann auch auf meinen, bin dann auch auf meinen Recherchen, bin ich also auch darauf hingekommen, dass Geld fließt. Und das findest du also auch in den diversen Internetseiten findest du das, wenn du das eingibst. Ich glaube, das war sogar ein Detektiv, der das herausgefunden hat.
der sich mit jemandem dort unterhalten hat und der ihm das gesagt hat, ja, dann fließt Geld. Und ich habe das dann also von Dagi, die wusste nichts davon. Ich sage, wie, fließt da sogar Geld? Ja, sagt sie, da fließt auch Geld, sagt sie, habe ich gesehen. Ne, wie dann so Geld über die Theke gerutscht ist, ne, angeblich. Und ja, dann wurde, hat sie auch gefragt, wofür ist das Geld? Ne? Ja, er hatte sich was von mir geliehen, war dann die Ausrede. Ne? Und er sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er ihm Geld geliehen hat. Aber in dem Moment kam mir das plausibel vor. Aber nach diesen ganzen Geschichten, die wir dann so gehört haben, da sagt sie, du, sagt sie, das kann genauso gut andersherum gewesen sein. Und dann habe ich ihr die Seite gezeigt, wo ich das gefunden habe. Ja, sagt sie, das kann durchaus das gewesen sein. Weil der Barkeeper, der an der Bar arbeitet, hat ja auch den Überblick, genauso den Überblick. Die Frauen schütten dem ja auch das Herz aus. Das ist genauso wie beim Friseur. Wenn du beim Friseur sitzt, dann erzählst du dem ja auch einige Dinge. Und so ist das beim Barkeeper ja genauso. Der flirtet vielleicht auch sogar noch ein bisschen mit dir, bist du alleine. Und schon fragt er dich aus und du lernst dann deinen Betsy teilweise auch an der Bar kennen. Und der gehört dann nicht zu dem Hotel. Aber du lernst ihn dann dort auch kennen. Und das fließt dann hinterher, wenn dann eine Beziehung zustande gekommen ist, fließt dann auch eine gewisse Summe an Geld rüber, ja. Weil Okay, dort das ist krass. Informationen verkauft werden, wenn man das so sehen will. Also die haben überall ihre, die verdienen nicht nur an den Europäerinnen an sich, sondern es werden auch Informationen verkauft. Auch daran wird verdient. Na? Und Wahnsinn. ja. Und man sollte also auch vorsichtig sein, wenn man mit denjenigen in den sozialen Netzwerken befreundet ist. Beispiel, meine beste Freundin hatte natürlich innerhalb dieser Familie, war sie dann mit denen über Facebook natürlich vernetzt. Klar, war Familie, dachte sie sich nichts dabei. So, und dann auf einmal wurde der jüngste Sohn runtergeschickt nach Massalam. Er musste im Hotel an der Bar arbeiten. Und der hat da gearbeitet an der Bar. Und auf einmal kriegte meine Freundin regelmäßig Nachrichten, du, wir werden hier von irgend so einem angeschrieben. Kennst du den? Ja, das ist der Bruder von meinem Freund. Also das war dann also im Prinzip auch sein Nebengeschäft, ne? Neben dem er so an der Bar gearbeitet hat, da hat er ja auch so ein paar Informationen verkauft. Da hat er sich dann an ich sag mal, an die weiblichen Freundinnen von meiner besten Freundin hat er sich dann über Facebook versucht heranzumachen, ja. Okay. Oh Mann, das nimmt ja kein Ende. Nein, nein, nein. Also die verkaufen dir sogar, ich sag mal, die schlagen dir sogar ein Geschäft vor. Die wollen, dass du vielleicht als Investor einsteigst in ein Geschäft, weil sie einen Shop aufmachen wollen. Ja, Dann das hatte ich ja zu dir gesagt mit unserem damaligen halt Bekannten, ne, dass er ja auch uns vorgeschlagen ja. hat, gerade ein Haus gebaut und er hatte das Geld scheinbar. Also ich bin mir da immer noch so nicht hundertprozentig sicher, aber das, was du schon in den letzten Interviews mir so erzählt hast, passt das auch darauf, dass er halt so ein Freundschafts-Betsy-Schwindler war. Und da hatten wir auch mit ihm dieses Thema, er wollte... Die haben ein dreistöckiges Haus und er wollte noch drei Stockwerke aufziehen. Und da hat er halt auch gefragt, ob wir da nicht mit rein investieren wollen. Und für mich hat das sich plausibel angehört. Ich habe zu ihm damals gesagt, okay, mach für mich eine Aufstellung, Kostenaufstellung. Und wie viel wird das kosten? Wer wird das alles bauen? Weil ich wollte natürlich auch wissen, wer was wo. Ich bin in Deutschland in dieser Branche tätig. Ich habe natürlich niemals von ihm irgendeine Aufstellung bekommen, weil das für ihn
Ich weiß nicht, ob ihr das nicht gewohnt sind, ob ihr das nicht kennt. Er hat das Haus tatsächlich fertig gekriegt, also auch ohne unsere Unterstützung, aber er hat halt trotzdem öfter mal angefragt, ob wir nicht mit rein investieren wollen, weil er Ja. wollte das danach aufteilen und verkaufen und so wären wir ja dann mit einem Gewinn rausgegangen. Und mein Mann hat ja letztes Mal auch wieder gesagt, siehst du, nach den Interviews zu urteilen, hätten wir da niemals einen Cent von gesehen, wahrscheinlich. Also ich finde es doof, immer über jemanden irgendwie zu urteilen, weil ich weiß ja nicht, wie es gekommen wäre, aber der Vorschlag war definitiv da, das kann ich ja behaupten. Und ich glaube, das gibt öfter solche Fälle, ne, dass die dann sagen wollen, ja, investier jetzt einfach mal rein. Und im Endeffekt weißt du ja nie, wo du dann landest, was Nee, und passiert. ich hab jetzt wieder eine Geschichte zugeschickt bekommen. Sie hat ihren Betsy kennengelernt, der war ein Tourguide und hat sie also, sie hat ihn da kennengelernt. Und die machen da also auch nicht vor diesen Ehepaaren halt bei dieser Freundschaftsschiene. Und die waren dann also, und solche Ehepaare, die auf diese Freundschaftsschiene, ich sag mal, ich sag mal, ja, wie soll ich das sagen, die werden dann kontaktiert, die kommen ja dann auf diese Schiene dann rüber. Und die umgarnen ja auch die Leute und die sind dann, ja, wir möchten ihnen ja was zurückgeben. Und das habe ich komischerweise schon mehrfach auch in Hotelgruppen gesehen, wo dann ältere Leute gefragt haben, ja, der hat uns ja so viel Gutes getan, der hat ja, war ja so hilfsbereit und der war ja so nett und hat uns ja auch zu seiner Familie eingeladen. Wir möchten ihm ja was zurückgeben. Wir möchten ihn ganz gerne dann zu uns nach Hause einladen. Wie kriegen wir das denn hin? Ja, und wo dann wirklich viele Leute gefragt haben, seid ihr nur noch doof? Das kam dann wirklich teilweise wirklich in den Kommentaren darunter. Echt? Seid ihr nur noch doof? Das würde ich nie im Leben machen. Wenn er einen Fuß in Deutschland hat, bist du für ihn verantwortlich. Du musst ja auch für die Abschiebung musst du bezahlen. Du musst ja für alles musst du bezahlen. Du musst ja eine Krankenversicherung für denjenigen haben. Und das musst du ja alles bezahlen. Überlegt euch das mal. Dann war dann auch irgendeine, die das alles aufgezählt hat. Ihr müsst das und das und das braucht ihr dann dafür. Wollt ihr das wirklich ausgeben für 14 Tage Urlaub? Dass er 14 Tage oder eine Woche bei euch ist. Und was macht ihr denn, wenn er nicht wieder zurückgeht? Überlegt ihr euch das doch mal. Und da gab es dann welche. Und dann gab es natürlich auch die anderen, die dann waren, oh, das ist aber eine großartige Idee. Das finde ich aber reizend, dass ihr das macht, wo ich mir dann dachte, ja. Aber das war Ne? ja bei uns auch der Plan. Also wir hatten auch tatsächlich damals vor, unseren Kumpel hier einzuladen. Ich habe mich auch damit auch beschäftigt damals, ne, und habe auch geguckt, wie wir das zustande kriegen und, weil er hat ja dort bei Schwarzkopf gearbeitet in Ägypten und ich habe ihm ja auch gesagt, ja, eventuell kannst du ja auch hier einen Job bekommen. Also man ist da so in dieser Sache drinnen, ne, dass du halt denkst, dieser Mensch kann ja nur aufrichtig sein, wenn er so und so und so ist, ne, wenn er dir halt dir vielleicht bei der Wohnungssuche hilft, so wie das bei uns ja der Fall dann auch war, und dich da unterstützt und gewisse Dinge halt auch mit dir dann da durchläuft und Makler und dies und das. Du hast ja gar nicht diesen Gedanken, dass dieser Mensch einfach dich vielleicht ja irgendwo abzocken will, irgendwie in die Irre führen will oder sonstiges. Weil gerade als älteres Pärchen, wo du ja auch vielleicht gar nicht mehr auf diese Absicht bist, okay, er möchte vielleicht irgendwas von mir oder so, sondern einfach nur als Pärchen und du willst ihm was Gutes tun. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, weil bei uns war es ja nichts anderes. Und dieses und da muss ich ehrlich sagen, dann sieht man doch mal, wie geschickt die also auch dort sind, dass andere Leute sich im Prinzip ja ihnen was zurückgeben wollen. Weil er so nett und so hilfsbereit war. Und da sagten auch einige, die Sachen auch sehr, sehr skeptisch betrachtet haben, gesagt haben: Hör mal, ihr habt ihm schon richtig fürstliches Trinkgeld gegeben.
Wollt ihr noch mehr machen? Ich finde aber. Lasst ihn, lasst ihn doch in Ägypten. Er würde in Deutschland sich überhaupt nicht oder auch in Österreich, Schweiz, egal wo, würde er sich nicht zurechtfinden. Das ist für die, die können sich darunter nichts vorstellen, die noch nie raus waren aus Ägypten. Also Das ich muss vorstellen, die glauben, sagen, dass es woanders. wir haben gerade Kommunikationsprobleme, weil irgendwie Die gerade glauben auch, dass mit es dem Ton. woanders. Irgendwas ist bei uns gerade mit dem Ton hier los. Wieder. Warte, Ehre, Ja, Internetverbindung ist okay. instabil. Läuft wieder? Warte mal, meine Internetverbindung ist instabil, habe ich hier gerade die Nachricht bekommen. Hörst du mich? Bin ich. Hörst du Ja, mich? ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Okay. Ja. Okay, dann erzählst du Hörst du einfach. mich denn? Ja. Das klappt gerade wieder, ja. Ja, also ich sag mal, wenn jemand, die haben zu ihm gesagt, ihr habt ihnen doch schon so viel Trinkgeld gegeben. Ihr habt ihn doch im Prinzip für seine Hilfsbereitschaft, für seine Freundlichkeit zu denken gegeben. Wenn jemand großzügig ist und dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld gibt, weil er so nett war, vielleicht auch hilfsbereit war, irgendetwas zu machen, reicht das doch im Grunde genommen, ist meine Meinung. Na, und da muss ich sagen, gab es auch sehr viele Zustimmung von den anderen. Also ich fand diese Diskussion dort in dieser Gruppe sehr interessant, weil die anderen sagten, ja, du kannst ihn doch einladen. Und dann gibt es ja welche, die sagen, pass mal auf, du, das wird teuer für euch. Ihr habt ihm schon das Trinkgeld gegeben, ihr müsst den Flug bezahlen, denn der hat das Geld für den Flug nicht. Ihr nehmt ihn dann bei euch auf, ihr müsst die Krankenversicherung bezahlen, ihr müsst im Prinzip seid ihr für seine Ausreise auch wieder verantwortlich. Wollt ihr das wirklich übernehmen? Und daran denken die wenigsten. Die denken sich ja auch, ja, dann laden wir ihn noch mal nach Deutschland ein. Ist ja auch eine ganz nette Sache. Und aber ich sehe es mittlerweile ziemlich kritisch, wenn ein Ehepaar schon so weit ist, dass er ihn, dass das nach Deutschland eine Einladung so erwägt, ihn nach Deutschland einzuladen. Wie weit sind die Manipulationen gegangen? Das ist ja, geht ja auch, funktioniert ja auch bei den Frauen, die in einer Beziehung mit ihm sind, die vielleicht sogar Orphi verheiratet sind. Die schaffen es auch in dieser Hinsicht, ihn einzuleiten für ein paar Wochen und nur dann ist er in Deutschland und dann geht er nicht wieder weg. Ja, ich meine. Meine Freundin war ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt mal, hatte sie mit dem Gedanken gespielt, ihn nach Deutschland für ein paar Wochen einzuladen, damit er ihr Leben hier in Deutschland kennenlernen sollte. Und sie sagte, gut, dass das nicht passiert ist, dass die Pandemie dazwischen gekommen ist. Gut, dass das nicht passiert ist, sagte, der wäre gar nicht wieder zurückgeflogen. So weit ist sie heute schon, ne? Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wenn ich jemanden im Prinzip einlade, den ich im Grunde genommen nur aus dem Urlaub kenne und ich muss den Flug bezahlen, ich bin für ihn verantwortlich, ich habe die Krankenkassenkosten, weil ich ja eine spezielle Krankenversicherung für ihn abschließen muss und ich muss dann noch den Rückflug bezahlen. Und wenn er nicht abfliegt, muss ich eventuell die ganzen Kosten, die danach kommen, bis er abgeschoben wird, ja auch noch aufbringen. Das ist ja, das wird, machen sich viele gar nicht klar. Das ist, die denken sich ja auch, ja, dann laden wir ihn ein, so wie es bei uns hier in Deutschland auch ist. Ja, dann kommst du uns mal besuchen. Ihr habt uns ja so nett geholfen, dann kommt ihr mal übers Wochenende oder so, kommt ihr uns mal besuchen. Das ist ja ganz normal, ist ja irgendwo auch selbstverständlich irgendwo noch. Aber wenn es dann bei so jemandem passiert, wo
Da sollte man doch wirklich vorsichtig sein und auch überlegen im Urlaub, wenn ich, der wird, ist angestellt im Hotel, er wird bezahlt, nett, freundlich, hilfsbereit zu sein, bekommt auch für diese Dienstleistung, die er erwirkt, ja ein gewisses Trinkgeld. Kommt drauf an, wie viel das Trinkgeld ist, aber er kriegt ein Trinkgeld. Und das ist ja im Grunde genommen sein zweiter Lohn. Und dann möchte man ihn dann nochmal für diese Freundlichkeiten nochmal on top die Sahne, ich sag mal, das Sahnehäubchen mit dieser Kirsche obendrauf anbieten, nach Deutschland zu kommen. Das ist dann schon, finde ich persönlich würde es nicht machen. Es ist natürlich, steht natürlich jedem frei, selber zu entscheiden, wie er das macht. Aber ich hätte da ehrlich gesagt auch meine Bedenken und dort in der Gruppe, die haben dann denjenigen auch was gesagt. Natürlich haben sie es dann hinterher nicht gemacht, weil sie gemerkt haben, was danach passierte, was sie für eine Verantwortung übernehmen sollten. Das war denen im Vorfeld gar nicht klar gewesen. Aber die Gedanken sind bei vielen immer noch da. Wenn sie da unten jemanden treffen und denken, ach, den könnten wir doch mal einladen. Oder auch diese Freundschaftsschiene, verstehst du? Ist ja schon seit einigen Jahren befreundet und dann lädst du ihn ein. Und weil du dir dabei ja im Grunde genommen nichts denkst. Ja, das ist ja so, das hatte ich ja erzählt. Das war ja bei uns auch der Fall, dass wir ja diese Überlegung einfach hatten, weil du mit diesen Menschen ja auch viel zu tun hast irgendwo. Du möchtest den ja auch dann, gerade weil bei uns diese Basis so da war, dass er auch viel über Europa ausgefragt hat. Und natürlich sind die ja dann auch alle so darauf hinaus, wenn die dann mal in Europa reinschnuppern durften, haben die ja viel größere Chancen, in Ägypten noch an bessere Positionen ranzukommen und und. Das erzählen die dann ja auch. Ist auch irgendwo wahr, weil ich kenne das halt aus Russland auch so, dass Europa wird ja als das Nonplusultra irgendwo angesehen in solchen Ländern, was wir wissen, dass es völliger Blödsinn ist, aber bei denen ist es tatsächlich so. Und ich finde ja, die Entscheidung sollte jeder selber für sich treffen, ob er das möchte oder nicht. Wir hatten damals, wie gesagt, auch darüber nachgedacht und ich habe mich auch viel informiert und bei uns war aber ganz klar die Rede davon, er bezahlt selber die Flüge, er bezahlt selber die Krankenversicherung. Und es war klar, wir hätten für ihn haftbar gemacht werden können. Da hatte ich mich darüber auch informiert, weil wir in der Verantwortung sind für ihn die ganze Zeit über, solange er hier ist. Und das muss jeder selber wissen, weil ich habe halt auch viele ältere Herren auch in Ägypten dann kennengelernt, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Auch unter anderem unser Gemüsemann, der früher bei uns um die Ecke gehandelt hat. Und er hat auch mir erzählt, dass er schon sehr viel rumgekommen ist, weil er halt solche Freunde immer gefunden hat, ne? Er war in Italien, in Deutschland, in der Schweiz und immer bei befreundeten Pärchen, die er halt in Ägypten halt kennengelernt hat. Und was er mir halt erzählt hat, und er meinte, ich war auch sehr, sehr dankbar immer dafür, wenn ich irgendwo aufgenommen wurde. Und er hat halt dadurch die Welt sehen können. Wir haben uns auch damals so tiefgründig unterhalten. Er meinte halt auch, ich habe natürlich alles selber bezahlt. Also ich lag den Leuten nicht auf der Tasche, sondern ich hatte mein Geld. Er kommt wohl auch aus einer guten Familie, so dass er ja seine Urlaube quasi da gemacht hat. Aber du kommst ja nicht so leicht aus Ägypten raus. Das heißt, du Nee. brauchst ja immer diese Einladung, dass dir jemand diese Einladung schickt, damit du Genau. halt rauskommst. Und nicht jeder bekommt es ja auch genehmigt. Also in Ägypten ist ja ganz, ganz schwierig. Ja. Eine Frau, die einem Mann eine Einladung schickt, wo schon klar ist, dass er dann dort bleibt, wahrscheinlich, werden die keine Genehmigung ausstellen. Bei Pärchen ist ja nochmal eine andere Sache, ne? Dass man da eher eine Genehmigung bekommt. Und so war das halt auch bei diesem Mann, der mir das erzählt hat. Ich kenne eigentlich mehrere. Auch unser, auch der so Krimskrams verkauft. Der hat auch uns davon erzählt, dass er halt auch diese Ausflüge gemacht hat, ne? Also man kann es machen, aber es muss halt eine Basis da sein. Man kann nicht selber für alles aufkommen. Das ist dann wirklich ein bisschen viel, auch meiner Meinung nach, dass man alles bezahlt. Wenn aber eine gewisse Grundbasis da ist und ein Mensch möchte einfach Europa kennenlernen und möchte einfach mal sehen, wie leben die Menschen dort, finde ich auch nicht schlecht, wenn Menschen diese Erfahrung ja geben zu können oder mit ihm diese zu teilen. Aber er muss halt wirklich selber auch
interessiert dran sein und finanziell selber was aufbringen können. Weil selber alles bezahlen, mit Sicherheit gibt es Menschen, die das, wo das Geld locker sitzt und die da gar kein Problem mit haben. Aber die Frage ist halt, was will der Gegenüber eigentlich? Also, was ist seine Intention, ne? Ja, und ich sag mal ganz ehrlich, es ist ja schon ganz schwierig, ist immer, wenn jemand im Hotel arbeitet, verdient er ja nicht so viel. Verdient er ja einfach nicht so viel. Das Trinkgeld, was er bekommt, ist ja teilweise höher als sein Monatslohn. So, und er finanziert ja nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie, seine Eltern zum Beispiel, seine Schwestern, die vielleicht noch zu Hause leben. Und wenn er noch jüngere Brüder hat, die sind ja also im Prinzip auf seinen Verdienst, den er ja nach Hause bringt, sind die ja angewiesen. Und dann bleibt ja in dem Sinne, wenn man es so sieht, ja gar nicht viel übrig. So, und natürlich ist dann so eine Einladung für diejenigen natürlich ein Glücksfall, wenn dann alles bezahlt wird, ne? Aber denn von so einem kleinen Gehalt kann man sich da nicht viel zusammensparen oder sich das finanzieren, weil die meisten leben dort praktisch wie von der Hand in den Mund, würde ich das mal sagen. Das Geld kommt, Geld gewonnen, so zerronnen, und das rinnt denen so durch die Finger. Kaum ist das Geld da, rennen die im Prinzip schon in den nächsten Laden und dann kaufen sie ein und überall schon gesehen. Und ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber es wird dann gekauft. Ja, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Ja, und dann, wenn sie zurückkommen, ist wenig Geld dann nur noch da. Und dann sind sie, ja, ich habe kein Geld und ich muss ja noch dahin und dahin. Aber vielleicht haben sie gerade dann einen großen Wunsch von irgendjemandem da aus der Familie erfüllt, weil das Geld war ja in dem Moment da. Und das gibt es natürlich dort unten auch. Und es ist schwierig, da in irgendeiner Art und Weise Geld zusammenzusparen, um sich das zu finanzieren. Und wenn so eine Reise ansteht, dann wird das also auch von vielen Leuten auch dort unten finanziert. Da Naja, also, schmeißen viele Leute zusammen. ja, das meine ich ja. Also, wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg. Also, wenn ein Mensch es wirklich möchte, um sich weiterzubilden, zum Beispiel, wir haben bei uns um die Ecke einen Apotheker, der wirklich sehr zielstrebig ist, ne? Der lernt schon sehr lange Deutsch und der macht jetzt auch seine ganzen Abschlüsse. Und der hat jetzt auch die Möglichkeit bekommen, in Deutschland in einer Fabrik arbeiten zu können. Und das geht ja schon über Jahre. Wir kennen ihn jetzt schon seit 3, 4 Jahren. Ich denke mal 4 Jahre. Und natürlich ist es ein Prozess, aber er sagt halt ja auch, er spart. Er steht jeden Tag von morgens bis abends in dieser Apotheke, um quasi sein Gehalt zu bekommen, um dann alles das zu finanzieren. Und er möchte es aber. Also er will. Und deswegen meine ich ja, wo ein Wille ist, wo ein Ziel ist, ist auch Wille da. Dass du wirklich selber für dich in Verantwortung gehst und das auch durchziehst. Natürlich braucht man halt irgendwo einen Menschen, der für dich vielleicht irgendwie langleitet, wie zum Beispiel jetzt auch irgendwo das Pärchen, aber dass man halt nicht komplett jemanden auf der Tasche legt, sondern dass man auch sagt, ey, selbst von meinem Ersparnis, selbst von diesem bisschen, was ich weglegen kann, das mache ich über Monate, über Jahre, über mehrere vielleicht 10 Jahre oder sowas, aber ich werde dann irgendwann dahin kommen. Und das ist halt wirklich nur, wenn du im Reinen das mit jemandem machst und nicht einfach so, ja, komm, finanzier jetzt mal. Ja, genau. Und wenn, ich sag mal, wenn man sieht, dass jemand bestrebt ist, irgendetwas zu machen und fleißig ist und sein Geld, ich sag mal, auch an der Seite legt, ist jeder irgendwo, sagt jeder, boah, das ist toll, was du gemacht hast, ne? Find ich super. Und wenn ihm dann 100 Euro oder was, ich sag mal, für einen Flug oder so fehlen oder für den Rückflug, dann sagt man, dann ist man der Letzte, der sagt, nee, von mir kriegst du jetzt das Geld nicht. Natürlich gibt man dann auch in dem Sinne dann auch das Geld. Wenn man sieht, dass er vorher schon, weiß ich nicht, mehrere Jahre oder Monate oder was darauf hingespart hat, um sich das zu ermöglichen. Und da gibt es, sag ich mal, sind ja auch die wenigsten bereit, ihm das nicht zu ermöglichen, dass er dann vielleicht
mal für 14 Tage oder auch nur eine Woche dann mal runterkommt nach Deutschland, um sich das anzugucken. Das glaube ich nicht, dass da Leute gibt, die da sagen, nee, das mache ich nicht. Ne? Und man muss da halt auch wirklich man muss da wirklich genau hinschauen. Ist das jemand, der fleißig ist und spart und sagt, das ist mein Ziel, eines Tages möchte ich dahin? Oder ist das jemand, der am Jammern ist, oh, ich würde ja gerne nach Deutschland kommen, aber ich habe ja kein Geld, meine Mama ist krank und dies und das und mein Bruder, der kann ja auch nicht und meine Schwester heiratet, da habe ich kann mein Geld nicht weg, muss mein Geld der Familie geben. So ein würde ich zum Beispiel mein sauer verdientes Geld dann nicht geben in dem Sinne und sagen, ja, nee, also wenn du kein Geld hast, nö. Wenn jemand da nur am Jammern ist und über die Umstände jammert, wie schlecht es ihm doch geht. Und er ist ja nur das arme Opfer, es geht ihm ja alles so schlecht und er ist jetzt, hat seinen Job verloren und sonst irgendetwas jammert. Und dann von mir persönlich dann irgendwie eine Geldspende erwartet, dann bin ich dann in der Beziehung rigoros und sage, nö, nein, mache ich nicht. Klar, weil das ist ja, du merkst ja dann schon, auf welcher Energie dieser Mensch sich befindet. Wir haben jetzt auch dieses Richtig. Mal öfter Ägypter kennengelernt und ich habe jetzt zu dir gesagt, wir haben dieses Mal wirklich sehr viele Adäquate kennengelernt, die auch wirklich stolz auf ihr Land sind, die wirklich auch sich da wohlfühlen und auch nur positiv gesprochen haben. Wir kennen auch die Kehrseite, wo halt auch nur Taxifahrer dann den ganzen Tag am Jammern sind und denen sagen, in Deutschland ist ja alles so viel schöner und in Europa im Allgemeinen ist alles viel schöner. Du siehst ja, wie der Mensch eingestellt ist. Und das ist auch, glaube ich, unsere Message. Guckt euch die Menschen ganz genau an, weil wenn er von vornherein, wie du schon sagst, die ganze Zeit nur am Jammern ist, werdet ihr das ertragen müssen. Die 2 Wochen, einen Monat, wie lange man auch immer so einen Menschen einlädt, das muss man dann halt erstmal ertragen können, weil wenn er dort am Jammern ist, wird er auch in Deutschland am Jammern sein. Also es wird sich ja nichts verändern. Wir nehmen uns ja selber immer wieder mit, egal wo wir sind. Und im Endeffekt liegt ja alles in uns. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass dieser Mensch immer finanzielle Probleme hat, immer irgendwelche Probleme in der Familie hat, wird es ja hier nichts anderes sein. Und auch der Mann, den ihr euch aussucht, wenn er dort immer Probleme hatte, wird er hier genauso diese Probleme haben. Er kann dann keinen Job finden, dann kann er dies nicht, dann kann er das nicht, weil er konnte das ja schon in seinem Heimatland nicht. Wie kann er das in einem fremden Land? Geht ja auch nicht. Und das sind so diese Feinheiten, auf die man wirklich achten sollte, möchte man sich auch mit solchen Menschen umgeben. Weil ich habe früher auch immer jedem zugehört in Hurghada und immer so, oh ja, und der Arme und dies und das. Und jetzt mittlerweile verstehe ich einfach, es ist einfach eine Art Mensch. Du wirst ihn niemals zufriedenstellen. Du kannst ihm eine Villa kaufen und ihm einen Porsche vor die Tür stellen. Er wird trotzdem jammern. Weil es einfach ein Typ Mensch ist, der so eingestellt ist. Pessimismus hoch hinaus. Und du wirst da nichts machen können. Du wirst ihn nicht verändern können. Und möchte man sich halt mit solchen Menschen umgeben? Braucht man das? Ist halt die Frage. Genau. Und da sollte man sollte wirklich darauf achten, wen man in sein Leben lässt. Ja, das ist das. Genau das ist das. Und welche Energie dieser Mensch mitbringt und willst du deine positive Energie, die du besitzt, diesen Menschen geben, dass er sich da die ganze Zeit nährt von und du ausgesaugt wirst und im Endeffekt ja gar nichts von hast? Also möchte man das? Ja. Ja, also ich persönlich, ich habe mein Umfeld ist ja, habe ich ja möglichst klein gehalten. Diejenigen, die mir nicht gut tun, da habe ich mich von getrennt. Aber ich kann ja nicht immer nur von mir ausgehen, ne? Sondern ich sehe es ja immer wieder auch bei meinen Mitgliedern. Es dauert unheimlich lange, bis sie sich von diesen Erlebnissen, sag ich mal, auch erholt haben. Ne? Von diesen, weil es einfach
zu tief, weil sie einfach auch zu tief verletzt worden sind. Es gibt natürlich einige, die sagen, der hat mich nicht so viel, nicht so tief verletzen können. Ich habe das noch früh genug gemerkt. Dann finde ich das super, dass sie das früh genug bemerkt haben, dass das so passiert ist. Aber es gibt genügend auch, die wirklich ganz, ganz lange da dran rumknabbern und nicht irgendwie weiterkommen, weil die Verletzungen so tief gewesen sind, weil sie sich zu sehr geöffnet haben und vielleicht auch etwas gesucht haben, was sie nicht gefunden haben bei Weißt du, ich habe demjenigen. gerade einen Impuls, wo du das sagst. Ich meditiere ja aktuell immer noch, nach wie vor, und habe eine transformelle Meditation, die wirklich Schmerz nimmt, also wo man wirklich diesen Schmerz in Liebe transformiert. Und ich verlinke euch einfach mal in dieser Folge die Meditation. Vielleicht hilft sie ja dem einen oder anderen, der gerade das durchlebt. Und vielleicht halt, wenn du halt Klienten, sage ich jetzt einfach mal, oder Frauen hast, die vor Schmerz leiden. Vielleicht hilft ja der ein oder anderen das auch, wenn man sich darauf einlässt. Weil ich kann für mich sagen, hundertprozentig, dass diese Meditation bei mir so viel verändert hat, so viel Schmerz mir genommen hat. Und wir haben, jeder von uns hat Schmerz innerlich. Jeder. Aus der Kindheit, im weiteren, späteren Verlauf, Beziehungen, Arbeitgeber, egal was. Wir haben so viel Leid auf der Erde und es ist normal, dass wir diese Erfahrung machen, jeder von uns. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, einfach diese negativen Gefühle loszuwerden und zu verstehen, warum man diese Erfahrung machen musste. Weil manchmal, wenn du einfach eine Meditation machst und nur zu dir selber kommst in diesem Moment, mit dir selber im Einklang bist, verstehst du vielleicht auch, warum musste diese Erfahrung sein? Warum habe ich diesen Menschen geschickt bekommen, der mir das und das und das und das und das und das und das angetan hat? Aber im Endeffekt kann man dann in diesen Momenten einfach verstehen, ja, es ist passiert, ja, ich habe es erlebt und ich wandle das einfach jetzt in was Positives um und helfe vielleicht Genau. anderen Frauen auf dem Weg. Ich kann vielleicht andere Frauen dadurch unterstützen oder irgendeinen Club bilden, Zirkel, keine Ahnung, was auch immer, dass man diese Energie dann da reingibt. Also, dass man einfach wieder einen Weg findet, damit leben zu können und was Tolles daraus zu schaffen, ne? Weil du hast ja auch diesen Impuls gehabt. Ja. Dass du auch diese Erfahrung gemacht hast und gesagt hast, okay, ich verstehe, wofür ich das bekommen habe irgendwo. Und ich investiere meine Kraft da jetzt rein und kläre andere Leute auf. Und das ist doch was ganz Schönes. Also, dass man dann aus dieser ganzen Negativität was etwas Schönes sieht, ja. Ja, also weil ich habe mich ja, das ist ja nur daraus entstanden, als ich recherchiert habe, mich über Business informiert habe, habe ich ganz viele Geschichten gelesen. Und diese Geschichten waren teilweise sehr, sehr bewegend. Und ich habe so vieles darin wiedergefunden, was ich also während meiner Ehe erlebt hatte. Und nachdem ich so die halbe Geschichte gelesen habe, wusste ich schon ungefähr, was weiter passierte. Ich weiß nicht, wie ich das sonst irgendwie erklären kann, aber ich bin da ziemlich gut drin, Muster zu erkennen. Und ich wusste ziemlich Verhaltensmuster und ich wusste ziemlich früh, wie mein Mann oder mein Ex-Mann tickt. Und ich konnte danach, konnte ich dann direkt sagen, so und so und so verhält er sich und das wird sich auch nicht ändern. Und genau das ist ja dann auch immer eingetreten. Also er ist auch genauso wie in Betsy auch immer nach einem ganz bestimmten, ich sag mal, Drehbuch vorgegangen. Ja, Das Szenario. war, das ist sein Muster. Und Betsy geht auch nicht anders vor als ja, wie gesagt, also ich bin ziemlich gut in Muster zu erkennen und ja, ich hatte bei den Geschichten sind mir viele Dinge immer aufgefallen, wie die vorgehen, genau, wie die genau vorgehen. Und es ist so, dass die, jeder hat irgendwo seine eigene Masche.
aber diese Maschen ähneln sich. Das heißt, da gibt es ganz bestimmte Bereiche, die gleich sind, wie zum Beispiel dieses Love-Bombing, dann dieses Schweigen und so weiter und so fort. Das ist irgendwo gleich, aber die Abfolge, wie das alles funktioniert, die Sprüche, was sie genau machen, wie lange sie brauchen, um die ersten Forderungen zu stellen, die variieren. Die sind nicht gleich, also die sind verschieden. Aber dieser ganze Ablauf, wie sich das innerhalb dieser Beziehung entwickelt, wie sie es schaffen, dass du ja von denen so emotional abhängig wirst. Diese Mechanismen, die sind gleich. Aber Also da gibt es keinen anderen Mechanismus. das ist aber gerade echt krass, weil mir kommt gerade ein Gedanke. Ihr wisst ja, ich beschäftige mich ja aktuell viel mit Psychologie und habe gerade auch letztes Mal war auch dieses Thema mit, wenn Eltern schweigen, wenn Eltern Kinder damit quasi bestrafen und dann schweigen, dann reden die mit dem Kind nicht, wenn das Kind etwas gemacht hat. Das ist ja emotional so was Krasses, dass ein Ja. Kind einfach, es wird vom Kopf gestoßen, es versteht gar nicht, was passiert, wenn auf einmal die Ja. Mutter dann über einen ganzen Tag lang nur noch hochnäsig rumläuft und das Kind gar nicht mehr anguckt und mit dem Kind auch nicht mehr kommuniziert, weil die Mutter ist ja alles für das Kind. Und wo du das gerade Ja. auch gesagt hast mit dem Lovebombing und dann wiederum Schweigen und dann wieder diese Nähe und diese Tamtam-Geschenke und dann wieder Schweigen, das ist ja genau das, wo du einen Menschen so richtig emotional abhängig machst in diesen Momenten. Genau. Und das ist ja in der Kindheit ja nichts Genau. anderes, also genau dasselbe. Und Ja. diese Parallelen, die sind so krass und das ist, ja, das entsteht ja auch irgendwo dadurch. Also das heißt, wenn man einfach schon mal erkennt, dass dieser Mensch psychisch instabil ist, dann weißt du ja schon ganz genau, was kommen wird, welche Szenarien ungefähr. Wie du gesagt hast, die Abfolge ist dann vielleicht irgendwo eine andere, ne, dass man vielleicht irgendwie mal was anders macht. Ist ja auch in der Natur des Menschen, dass wir alle irgendwie ein bisschen anders sind, aber die Grundstruktur ist dann ja dieselbe. Richtig. Die Grundstruktur, die bleibt, die Grundstruktur ist dieselbe, nur die Maschen, wie sie sich auch sich dir nähern, ist eine ganz andere. Jeder geht da ganz anders vor. Der eine, der wartet noch ein bisschen bis kurz vorm Abflug. Der eine macht es jetzt, ich sag mal, auf die Freundschaftsschiene zuerst oder fragt dich danach höflich. Auch mal nach deinem Facebook-Account oder sonst irgendetwas, weil er dir ja eine Nachricht schicken möchte. Du denkst dir nichts dabei, der war ja die ganze Zeit so nett und du hast dich ja super und mit ihm unterhalten. Ich sag mal, das sind alles so Maschen, die sie dann drauf haben und bei jedem Funken, jeder hat herausgefunden, das und das funktioniert bei mir besser als das und das von meinem Bruder oder Cousin. Oder sonst irgendetwas, dass die tauschen sich ja auch, wie gesagt, wie ich das schon mal erwähnt hatte, untereinander aus. Und so wird ja dann also auch gelernt. Und wenn du das und das und das machst, dann kriegst du auf jeden Fall das und das und das. Das wird ja in dem Sinne denen ja auch beigebracht. Deshalb funktioniert die emotionale Erpressung ja auch so gut. Wenn du mich liebst, dann würdest du mir das Auto kaufen oder beweise mir deine Liebe. Hol mir doch das Auto oder irgendwie oder schick mir Geld und so weiter und so fort. Das sind, sag ich mal, die Dinge, die bei jedem anders funktionieren. Jeder Spruch funktioniert bei jedem anders. Und jeder Ja, hat seinen eigenen Spruch drauf. aber die Grundwerte, ne, beziehungsweise diese Basis im Endeffekt, die ja dann untereinander auch haben zum Ja. Austausch, da kann man sich ja dann auch durchprobieren und das machen die ja auch dann, ne? Learning by doing. Ja, und irgendwann wird man halt wirklich so ein Spezialist. Ganz genau. Ja, wie mir eine Ganz genau. Zuschauerin auch geschrieben hat, auch hier wieder Dankeschön, dass ihr euch öffnet, dass ihr uns schreibt. Dass sie das in Elguna erlebt hat, also weil sie nicht davon ausgegangen ist, dass man das auch mal in Elguna erleben kann. Also Elguna ist ein Stadtteil von Hurghada, würde ich trotzdem sagen. Also es ist außerhalb, aber es ist eine abgeschlossene Community, und die ist sehr
europäisiert, sagt man das so? Europäisiert, also sehr nach dem europäischen Standard, sage ich mal. Und dort tummeln sich halt nur Menschen, die gut situiert sind, sage ich mal. Du kennst Dalgona, glaube ich, ne? Ich. Nein. Nein, also ich habe das jetzt nochmal für die Zuschauer. Und dort ist wirklich alles sehr europäisch. Du hast teure Restaurants, Cafés, Bars, alles sehr nach amerikanischem Standard, die Häuser. Und du hast da sehr gute Schulen vor Ort. Also es ist wirklich so eine abgeschlossene Community, wo du eigentlich gar nicht raus brauchst, aber alles so nach dem europäischen Standard. Und sie ist davon nicht ausgegangen, dass sowas halt auch dort passiert, weil er hat ihr halt auch Komplimente gemacht, ihr Geschenke gemacht, sie auch schön zum Essen eingeladen. Alles hat er bezahlt. Deswegen ist sie davon halt auch nicht ausgegangen, dass er auch ein Betsy sein kann. Bis dann irgendwann nach einer Zeit die ersten Aufforderungen dann kamen, so von wegen, kannst du mir mal hier ein bisschen geben und da ein bisschen. Also das war auch wieder eine Reinvestition. Also er hat erstmal in sie investiert, um dann ja, irgendwann zu fragen, hallo, ich hätte gern mein Geld wieder, was ich in dich investiert habe, und dann nochmal ein bisschen mehr. Und ja, sie ist halt nicht davon ausgegangen, dass sowas auch in Alguna vorkommt, weil man sich denkt, ja, Gott, dort sind gut situierte Ägypter, die wirklich auch Geld haben. Aber nein, es passiert auch dort. Also es passiert, kann überall passieren. Deswegen, ihr könnt euch nie hundertprozentig sicher sein. Ich würde einfach vorschlagen, immer auf euer Bauchgefühl hören und auf euren Körper. Der sendet uns so viele Signale und er zeigt uns so viel. Und wir hören so oft nicht drauf, aber kriegen dann halt einen auf den Deckel. Genau. Ja, und ich sag mal, das ist es ja gerade, diese Investitionen, die sie vorher machen. Die investieren ja vorher einige noch in den Frauen, um später dann ihre Investitionen zurückzuholen. Das ist ja nichts anderes als eine Masche, um dir Sand in die Augen zu streuen, um dir zu zeigen, ich bin ein Guter. Guck mal, ich habe doch für dich den Urlaub bezahlt, den Ausflug bezahlt, du brauchtest dich um nichts kümmern, ne? Und es gibt natürlich auch Frauen, wenn die auf jemanden hereingefallen sind, die sagen, er hat nie Geld von mir gewollt, aber er wollte was anderes. Es kann eine Heirat sein, das kann auch was ganz anderes sein. Das kann auch zum Beispiel nur sein, dass sie ausgenutzt wird, im Prinzip als Aushängeschild, um den anderen zu signalisieren, guck mal, ich habe doch eine europäische Freundin und mein Bruder bringt die nächste europäische Freundin nach Hause und schon hat die eine Frau, die nach Hause gebracht wird, der Familie vorgestellt wird, ja, das ist aber toll, die sind aber weltoffen. Ne, noch eine weitere Europäerin, ne, mit der ich mich unterhalten kann. Und da, auch das passiert oft. Ach so, Sollte man quasi glauben. die eine dann ausgenommen wird und die andere ist dann als Aufhängeschild da. Genau, ganz genau, Okay. ganz genau. Das ist ja meiner Freundin ja auch passiert. Und die sollte dann auch ständig irgendwie, wenn der jüngere Bruder in Schwierigkeiten war mit seinen Freundinnen, weil Theater war, weil die Beweise wollten oder sonst irgendwie misstrauisch wurden, sollte sie ja immer mit ihnen, mit den Freundinnen von seinem Bruder dann telefonieren oder mit denen irgendwie sich unterhalten. Und da sagt sie, nee, mache ich nicht. Na, da sind so einige Dinge dann also auch passiert, ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur meiner besten Freundin passiert ist, sondern genauso gut einigen anderen Frauen auch, ne? Dass die verheiratet sind, die leben dort in der Familie, kriegen also im Grunde genommen nicht so viel mit, und wundern sich aber, dass dann der Bruder oder auch der Cousin immer irgendwie eine andere Freundin mitbringt. Das kann eine Holländerin sein, das kann jemand, ich sag mal, aus Polen sein, aus Tschechien sein, spielt überhaupt gar keine Rolle, wo sie herkommen. Das muss ja nicht unbedingt immer Deutschland sein.
Aber schon alleine die Tatsache, dass jemand da sitzt aus Europa, nimmt denen sehr viel das Misstrauen auch, dass es sich um jemanden handeln könnte, der es vielleicht nicht gut mit ihr meint. Ne, dieses Misstrauen, das ist ja irgendwo auch immer ein bisschen da. Oder ja, das kann doch überhaupt gar nicht sein, was du hast. Der Bruder ist mit einer Deutschen verheiratet. Das kann doch gar nichts Schlimmes sein. Das muss eine tolle Familie sein, sonst wäre die doch nicht da. Ne? Diese Überlegungen sind ja in vielen Dingen ja auch da. Ne? Und natürlich kann es auch eine ehrliche Familie sein, ganz klar. Aber meine Freundin hat mittendrin gelebt. Da waren drei Betsys und einer war in Ordnung, der war es nicht, was sie da erlebt hat. Das werden wir jetzt nach und nach, sage ich mal so, erzählen und auch, was er von ihr gewollt hat, das war heiraten. Na, er wollte sie heiraten und wollte dann also auch der Weg nach Europa. Und wie es da dazu kommen sollte. Oder wer ihm den Floh ins Ohr gesetzt hat, das verrate ich noch nicht. Ja, das machen wir in den nächsten Aufzeichnungen, weil wir haben jetzt auch schon, wir zeichnen schon sehr lange auf. Das machen wir dann Ja. in den nächsten Aufzeichnungen. Ja, das ist echt wahnsinnig interessant, was du jetzt gerade erwähnt hast, weil ja, in der Gruppe, ich sage jetzt mal zwei Personen, können wir als Gruppe bezeichnen, ist es einfacher, weil dann ist man, ist eine gewisse Barriere weg und diese Angst ist dann auch weg, ne? Irgendwo, das. Zwei gleichzeitig, die veräppelt werden, das kann ja irgendwie nicht sein. Und es muss bestimmt eine gute Familie, wie du schon gesagt hast, sein, die einfach ja weltoffen sind und einfach ja Europäer oder wen auch immer, ist ja egal die Nationalität, ne, wie du schon erwähnt hast. Und ich glaube, das nimmt vielen so den Wind aus den Segeln, dass man einfach dann sagt, ja, das hier fühle ich mich eigentlich wohl, ja, das passt. Und wenn ich dann noch jemanden zum Austauschen habe, ne, wenn man dann gerade vielleicht auch noch beide gut Englisch sprechen oder beide sind aus Deutschland, wie auch immer, dass man sich dann auch immer austauschen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Gefühl von Vertrautheit und, ne, dass man jemanden da nochmal hat. Ja, Wahnsinn. Da hast du mir heute wieder sehr viel die Augen geöffnet in so vielen Hinsichten, wo ich immer noch schockiert bin, ne? Wo du denkst, Ja. okay, du verstehst schon ungefähr diese Zusammenhänge, aber das ist so tief. Krass. Ja. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir meiner Community das bieten können, du natürlich auch deiner Community, dass man das einfach auch ja darüber aufklärt, ganz klar, dass man darüber aufklärt, sensibilisiert die Menschen einfach auch davor irgendwo, die hören wollen, die werden es hören, die hören wollen, die werden es hören, hatte ich ja schon mal gesagt, und die werden das auch annehmen und diese Erfahrung nicht machen müssen oder mittendrin vielleicht schon aussteigen. Ja, und die diese Erfahrung machen müssen, die werden es halt. Das kann man sowieso nicht verhindern. Ja, genau. Ja. Ja, ich bin aber dankbar für die zuhören, weil man sieht, die Videos kommen gut an. Ich bin sehr dankbar für die Leute, die halt zuschauen. Teilt gerne diese Videos, wenn ihr denkt, dass vielleicht jemand genau in dieser Situation gerade sich befindet. Und vielleicht nimmt er das ja auch an, derjenige. Vielleicht nimmt derjenige dieses Video auch an und erkennt sich da auch drin in diesen Mustern, dass er ja aufwacht oder sie besser gesagt. Genau. Weil doch mehr Frauen ja betroffen sind als Männer irgendwo. Und habe ich doch richtig gesagt, oder? Also du hast, glaube ich, auch mehr Erfahrungswerte mit Frauen. Ja, habe ich. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall die Kontaktdaten von Rina in der Infobox verlinken. Rina hat ja ihre eigene Facebook-Seite. Es finden Kaffeetreffs quasi, oder wie nennst du das? Kaffeeklatsch, die sind noch in der Vorbereitung. Wir hoffen, dass wir das fertig haben, wenn die Sommersaison losgeht, dass wir uns einmal die Woche
Oder ich habe ja eine Admina da vor Ort, dass sie einmal in einer Woche in einem Café dann, das müssen wir noch gucken, wo das ist, da ist und für die Leute, die sich informieren wollen. Und wir geben das also auch auf unsere Kaffeeklatschseite dann bekannt. Und das ist alles noch so in den Kinderschuhen und dann muss man da noch ein bisschen in der Lernphase und aber das wird, ich denke mir immer, dass wir zum Sommer was hin geschaukelt kriegen. Da müssen wir halt noch ein bisschen organisieren und schauen und aber ich bin zuversichtlich, dass wir das dann auf die Beine gestellt kriegen, dass wir einmal die Woche einen Anlauftreff haben. Dann für diejenigen, die vielleicht Fragen haben oder sowas, ne? Die Genau. können sich aber auch vorher schon an mich wenden. Also das wird dann in Hurghada stattfinden, da hattest du ja gesagt. Und Ja. alles andere wirst du dann nochmal in den nächsten Videos dann verkündigen, ankündigen, wenn es dann soweit ist. Auf Facebook könnt ihr Rina gerne schreiben, wenn ihr als Mama, als Papa, wer auch immer, euch Sorgen macht um euer Kind. Da könnt ihr Rina gerne schreiben, dass sie euch vielleicht auch nochmal mit euch in Kontakt tritt. Wenn es sein muss. Und ja, den Kanal, deinen YouTube-Kanal, wie gesagt, werde ich auch verlinken, dass ihr euch da auch aufklärt, wie Irina macht, kommen wöchentlich immer Videos raus, wo sie über bestimmte Themen einfach spricht. Das sind alles Kurzvideos, nicht so wie bei uns die Interviews, die sehr lang sind. Da könnt ihr euch auch erkundigen und euch die Videos angucken, um vielleicht bestimmte Verhaltensmuster und schon mal ja, anzusehen, wie geht jemand halt, wie geht so ein Betsy vor oder was hat er vor und wie auch sich das alles so abspielt. Das könnt ihr gerne bei Rena auf der YouTube, auf ihrem YouTube-Kanal alles sehen und wie gesagt, auf Facebook könnt ihr gerne schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir heute lange gemacht. Ja. ja, hast du noch ein Abschlusswort? Also ich freue mich auch wirklich über die tolle Community, die du hast und auch wie toll sie kommentiert und so interessiert ist. Das finde ich richtig toll. Und ich freue mich also auch wirklich wieder über jeden Kommentar, den ich hoffentlich auch beantworten kann. Ne? Und ich wünsche dir erstmal noch ein schönes Wochenende, ne? Wir werden uns dann noch mal sehen. Tschüss. Genau, und Kanal von Rina abonnieren, ne? Nicht vergessen, meine Lieben. Vielen Dank, ne? Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.